Das ist das Problem, Raiffeisengebäude, das fragen mich auch immer alle nach. Ja, genau. Und dann denken die immer so, ja, der will das nicht mehr bauen oder keine Ahnung, der will ja denn die lustigsten Geschichten so von wegen, kriegt der nicht finanziert, wird verkalkuliert, wir sind nicht mal angefangen. Also da werden dann die lustigsten Sachen dann breitgetragen und in Wirklichkeit, wir haben einfach noch keine Baugenehmigung. Oh. Und dann denken die, wenn man dann kommen die nächsten Diskussionen wieder. Ja, das wird nicht genehmigt, das wird gar nichts und das klappt nicht wegen dem Fischerverein und was weiß ich. Also ich hab schon 1 Million Mal den Fischerverein gehört, ne? Oh, also die Bauleitplanung für das Raiffeisengelände ist durch. Das bedeutet, es ist ein bauhabenbezogener B-Plan und genauso wie wir das gezeichnet haben oder geplant haben, genauso wird das zu 100% gebaut werden dürfen. Also der B-Plan ist dafür durch. Danach geht das halt in das Genehmigungsverfahren. Also wir müssen eine Baugenehmigung erstellen. Bei der Baugenehmigung geht es eigentlich nicht mehr darum, darf ich bauen oder darf ich nicht bauen, weil das steht fest, wir dürfen bauen. Aber da kommen halt so Sachen, wir brauchen halt noch ein Schallgutachten, ein Lärmgutachten, wir brauchen eine Statik. Ach, wir brauchen alles Mögliche. So, und die Statik ist momentan unser Problem, weil unser Statiker uns da gerade so ein bisschen, ja, ich sag's mal, im Stich lässt. Seit über einem Dreivierteljahr oder seit einem halben Jahr, Dreivierteljahr, muss er was für den Prüfstatiker nachreichen, weil sowas muss halt noch geprüft werden in der Größe. Das macht er einfach nicht, weil er zu viel zu tun hat. Und dann schiebt er das immer vor sich her. Naja, und wir kommen so halt nicht weiter. Wahrscheinlich hätten wir die Baugenehmigung, wenn das mit der Statik geklärt wäre. Kann man nicht auch einen Aufruf für einen Statiker machen, der hier anfängt? Wir suchen einen Statiker für den Holzbau. Mit rein in die Bewerbungsunterlagen. Ja. Oh, das ist echt schwierig. Also das ist wirklich, ja, schwierig. Ja. Aber wie gesagt, es wird gebaut, es darf gebaut werden. Wir haben nur noch keine Baugenehmigung. Wenn wir irgendwann mal eine Baugenehmigung haben, dann ist es so, das ist ein großes Projekt. Also selbst wenn wir jetzt, ich habe mich immer jedes Jahr darauf vorbereitet, wir sind ja schon in diesem Genehmigungsverfahren, sind wir jetzt ja schon, wie lange sind wir da dran? 4 Jahre, 5 Jahre, ich weiß das nicht, keine Ahnung. Und jedes Jahr habe ich mir immer eine Lücke reingehalten, ne? Eine Lücke, weil eine Lücke für so ein Projekt ist ja, ich meine, da kommen 32 Wohnungen, ne? Das sind 2000 Quadratmeter Wohnfläche und das wird ja auch nicht einfach gebaut. Das ist ja schon, das heißt, das ist für uns auch ein großes Projekt. Auch, ne? Also das ist, für uns ist das halt auch schon was Großes. Das heißt, wir haben uns da immer eine Lücke jedes Jahr immer freigehalten, weil ich gedacht habe, dieses Jahr bauen wir das. Oh, und dann hat das ja wieder mit dem B-Plan nicht geklappt und weil wir ja in Deutschland, wir haben ja, also Bürokratie, das ist unnormal. Also das frisst uns auf, definitiv. Das ist unnormal. So, und dann haben wir, das ist auch nicht lustig eigentlich, ey. Dann habe ich mir immer diese Lücke freigehalten, dass ich gesagt habe, so, jetzt bauen wir. Und dann war das Jahr ja schon wieder fast um, da habe ich gesagt, scheiß drauf, wir machen jetzt, nächstes Jahr, wir bauen, dann legen wir los. Und dann hat wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt. Und ganz ehrlich, ob das dieses Jahr klappt, ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ich halte mir da jetzt auch keine Lücke für frei, weil entweder es klappt oder es klappt nicht. Ansonsten bauen wir nächstes Jahr. Ich weiß das nicht, keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Irgendwann verliert man da auch so ein bisschen den Ehrgeiz so ein bisschen da dran, an da überhaupt, weil man immer wieder Steine in den Weg gelegt bekommt. Ja, du merkst, man will da was machen. Das ist der Schandfleck überhaupt. Jeder möchte diesen Schandfleck weghaben. Und wir haben ja wirklich uns auch was Schönes einfallen lassen. Wir machen jetzt ja nicht so diesen typischen viereckigen, dreigeschossigen Bunker dahin, der da überhaupt nicht hinpasst, sondern wir haben da ja wirklich was Schönes geplant. Also das macht ja auch viel Arbeit. Das kostet auch viel mehr Geld, als wenn ich so einen normalen Kasten da hinsetze. Ne? Ja. Und dann war das ja so, dass wir das ja irgendwann auch mal vorgeschlagen haben bei der Gemeinde oder auch beim Landkreis und alle fanden das toll und jeder hat gesagt, ja, das wäre schön, wenn das da hinkommt und wenn dieser Schandfleck da wegkommt und wir genau diese Ecke ein bisschen aufwerten und so. Ja. Also jeder ist eigentlich dafür gewesen und trotzdem dauert das so lange. Ja. Da denkst du doch, ey, was ist los? Das ist doch, aber ich meine, da kann man zum Beispiel der Gemeinde zum Beispiel nicht mal irgendwie was für anhängen, weil die zum Beispiel sofort sagen, oh geil, wir wollen das und das soll dahin. Also da muss man sagen, top. Der Landkreis ja selber auch nicht, ne? Aber das sind halt so viele Prozesse, die wir in Deutschland machen müssen. Ne? Wir müssen ein Gutachten für ein Gutachten erstellen, um dann ein Gutachten zu erstellen. Das dürfen dann aber auch nur so ganz ausgewählte Büros, die sind so voll mit Arbeit, ne? Weil wir ja für alles ein Gutachten erstellen müssen. Und dann wartest du so lange auf dieses Gutachten, dann haben die das endlich gemacht und dann heißt es, ja, aber das andere Gutachten ist jetzt schon veraltet.
Ey, dann musst du das Gutachten nochmal neu machen, weil das andere zu lange. Oh, das ist wirklich, also das macht keinen Spaß, wirklich nicht. Das ist die Hölle. Das ist wirklich die Hölle. Was man alles machen muss, was das an Geld auch kostet, also das ist auch schon mal überhaupt nicht irgendwie. Bevor man überhaupt mal einen Spatenstich machen darf, hat man schon so viel Geld ausgegeben. Ja. Für nichts. Nee. Also ich behaupte, dass der Trend eher in Richtung etwas kleineren Wohnraum geht. Mhm. Bei uns jetzt, die letzten, die wir gezeichnet haben, war das eigentlich nicht so. Ja. Die Neubauten, die wir jetzt machen, die sind eigentlich immer noch so, wie wir die hätten vor 2 Jahren das auch gebaut. Also das ist immer noch gleich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, weil das Grundstück selber, das macht halt nicht, also klar, wenn das Grundstück ein bisschen kleiner wird, ist das Grundstück auch ein bisschen günstiger, aber das macht unterm Strich halt nicht die Megasumme aus. Von daher, die Grundstücke sind die letzten Jahre ja eh schon immer kleiner und kleiner geworden. Und dann ist ja, also irgendwann will man da auch noch ein Haus drauf kriegen. Ja. Und man kann halt nicht auf ein 300 Quadratmeter Grundstück ein 180 Quadratmeter Haus draufsetzen, das wird halt nicht funktionieren. Ja. Und von daher, ja, die Grundstücke bleiben wahrscheinlich so, wie sie sind. Zumal du ja auch das Grundstück nehmen musst, was auch da ist. Also die Größe wird so bleiben, wie sie die letzten Jahre auch war. Und ich kann mir vorstellen, dass das Haus vielleicht ein ganz bisschen kleiner wird. Dass man da ein bisschen guckt, dass man da die Quadratmeter vielleicht ein bisschen runterkriegt. Oder vielleicht Ausbaureserven einbaut, dass man vielleicht sagt, okay, ich sag mal, eine junge Familie, ne, möchte gerne ein Haus bauen. Kinder sind vielleicht noch gar nicht da, dass man vielleicht sagt, ja, okay, dann bauen wir oben noch nicht aus. Oder wir haben jetzt auch welche, wo wir dann drauf beraten haben, dass wir gesagt haben, na gut, da war das halt so, dass sie eh schon ein Elternbadezimmer hatten, also die wollten ganz gerne ein Elternbadezimmer haben und dann haben wir gesagt, das Kinderbadezimmer, das machen wir erstmal einen Abstellraum von. Also wir bereiten das vor, dass man das irgendwann mal ausbauen könnte, aber das wird halt noch nicht ausgebaut, das wird noch kein Badezimmer. Also ich kann mir vorstellen, dass man so auch, ich sag mal, so ein bisschen erstmal ein bisschen sparen kann und dann macht man das irgendwann fertig, wenn man es dann auch wirklich braucht. Wir haben jetzt auch ein Bungalow gebaut, da sind noch keine Kinder, so, wir haben alles dafür vorbereitet, also der wird jetzt erstmal nur ebenerdig genutzt. Ja. Und dann, wenn irgendwann Kinder kommen, dann hat man unten noch ein kleines Zimmer, wo die Kinder erstmal drin sein können. Und wie lange sind die da drin? Die sind hauptsächlich, die spielen im Wohnbereich bei den Eltern, dass man die halt sieht, die gehen ja nicht alleine nach oben spielen. Also wann braucht man dann so ein Kinderzimmer? Also in der Größe, dass die halt, wenn die 6 sind oder so, dann kann man immer noch oben ausbauen. Ne? Und in der Zeit hat man dann halt vielleicht auch die Möglichkeit, vielleicht mal ein bisschen Geld wieder anzusparen. Oder das vielleicht sogar in Eigenleistung, ohne Stress vielleicht, wenn man da drin wohnt, vielleicht noch ein bisschen Innenausbau zu machen. Das spart dann ja auch. Ja, klar. Ja, berichten. Wir bauen ja gerade den, der Bahnhof wird ja gerade komplett ausgebaut. Wir brauchen halt auch gerade so Bushaltestellen. Ja. Also Augustin hat halt mega Infrastruktur. Ne? Wir haben den Bahnhof, wir haben mega, also der Busverkehr, der ist super. Ja. Wir sind rucki-zucki bei der Autobahn. Also das ist schon super. Also von der Infrastruktur sind wir hier halt super aufgestellt. Ja. Preise sind halt normal. Also ich sag mal, eigentlich eher sogar günstig, wenn man das so sieht im Vergleich. Das stimmt. Und von daher, hier gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, Grundstücke zu bekommen.